Hallo zusammen, hier ist Cletus von Crown Crew. Heute ein Spezialgast bei mir. Und zwar ist das der Howie, der PC Crown Crew anführt. Hallo zusammen. Und was wir hier sehen, ist auch das Gameplay von ihm natürlich. Weil jetzt, wo wir schon auf dem PC vertreten sind, ist es natürlich interessant, mal zu sehen, wie es dort so abläuft. Ja, also ich finde auch. Klar. Wir sehen, du verwendest hier den MP7, he? Ja. Und geh relativ recht ab. Ja, ey. Ja, dann werd ich da gefickt von innen. FMG, okay. Okay. Jawohl. Ja, ja. In die Tür getroffen. Aha. Aber ich sehe es noch spannend. Jetzt muss ich schauen, was der mit der SMD Kimbo macht. Wenn der gestorben ist, da. Ja. Also, es ist wirklich. Er fickt sich da bezahlt alle. Aha. Aber ich schaue den Double an. Jetzt hätten wir 10 haben, ja, das würde eh noch lange. Naja, musst du schauen. Ja, da war ich auch gesagt, das ist ein Typ. Und ein Dali am Flamen. Ja, Logo, das denke ich. Ja. Ach du Scheiße. Ja, ja, schon abgefahren. Aber ja, jetzt in letzter Zeit, wenn ich so ein bisschen Maschinenpistole, zwei Waffen dabei haben wollte und nicht gerade irgendwie die FMG haben brauchen, habe ich halt mit der MP9 gespielt. Und ich meine, die sind alle einfach viel zu stark, eben Akimbo. Ja. Spielt gar keine Rolle. Ich habe meistens Giegel rein. Mhm. Ja. Weil die nicht ganz so türendreht stark ist. Ja, ja. Ja. Es ist schon schräg. Es ist wirklich komisch, dass sie das nicht anpassen will. Der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, ist, dass einfach all die Loser, die scheiße sind, gleich noch eine Chance haben, wenn sie mit denen spielen. Ja, gibt halt auf jeder Konsole solche Loser. Kann man halt nicht machen. Ja, voll. Nein, wenn man so ganz klar sieht, es gibt sicher auch die, die genau wissen, wie sehr das sich alle aufregen, wenn mit denen umsäckeln und sie es nirgends extra machen. Darum, ja. Ja. Das hätte man es einfach in gelassen können, aber dadurch, dass es halt schon ein bisschen unfair ist. Aber ja, ich nehme mit dem P auf. Ja. Und jetzt. Ja. Es gibt auch Leute, die als overpowered bezeichnen. Also ich habe sie gern. Ja, voll. Nein, es sind einfach alle Waffen sehr stark. Ich denke, das ist sicher der krasseste Unterschied zum Black Ops. Ja, da. Kassiert er den gerade? Ja, voll. Schön. Wenn er mit gestreckten Armen rumsäckelt. Den habe ich mehrmals mit einem Header gekillt. Ja, das ist er ist noch auch geliefert. Ach schon, okay. Ja, das ist nicht schlecht. Das funktioniert nämlich zum Teil oben auch, wenn man die Leute so ein paar Mal ein bisschen verwünscht und sie vielleicht auch noch ein bisschen anfickt und so, gibt es wirklich die, die sich dann verpissen. Ja, und jetzt kriege ich gerade im rechten Moment vor der Luft geschützt. Ja. Und ganz schnell die Drohne gefickt. Ah, schön. Oh, das ist doch ganz schön. Hast du da vorher nicht mehr Assassin gespielt, ha? Nein. Ist gut. Es ist richtig angenehm, auch gerade im Free-for-All. Und schon Sachen wieder den Kurzen. Gratulieren. Eben in diesen Spielmodi, wo nicht so viele Drohnen da oben sind, ist es eben schon angenehm. Ja. Da kann man ein bisschen mit Quick-Draw spielen oder so. Weißt du das eigentlich auf Deutsch? Oh, pff. Ja, auf Englisch eingestellt. Ah, schon, okay. Also so, weiß es gar nicht. Ja, voll. Ja, es ist eigentlich eh auch nicht zu empfehlen, die englische Version zu kaufen, weil häufig ist sie noch ein paar Franken günstiger. Und wenn man dann irgendwie über das Zeug redet, dann gibt es einfach einen Namen für alles und jeder versteht es und nicht in den verschiedenen Sprachen und so. Ja, das ist. Aber ich kann nicht wieder auf die. Ja, easy. Und da kassiert wieder von dem FMG. Ist einfach schon beeindruckend, wie das die Sau schießt, weißt du? Ja, schnell, aber da wird auch gar gefickt, also von dem her. Ja, so ist aber richtig. Und hast du auch noch mit sonstigen Crown-Jungs gespielt, oder ist das mehr so eine Solo-Runde? Nein, das war ein Gameplay gewesen, Solo. Aber eben, ich würde mich mal bedanken, dass so viel Interesse haben, PC-Plattform.
Und ja, sind schon relativ ein grosses Volk geworden. Ja. Yep. Und gesagt auch miteinander gute Leute drunter. Keine Campersauen. Das ist gut, das freut mich. Ja. Das sind easy Typen. Also, wenn es euch interessiert, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Genau. Weil wir sind natürlich immer daran interessiert, noch ein bisschen zu wachsen. Weil je mehr Leute, umso mehr können auch zusammen zocken. Und ja. Das ist ja einer gefickt. Schon wieder der Goodie. Ja. Ja. Könnt ihr auch schauen, aus welchem Land das die Leute sind und so? Ja, meistens so in den Titeln. Aha, kann man schauen. Ja, okay. Ja. Wenn es halt Titel drin haben, aber sonst eigentlich nicht, nein. Mhm. No, okay. Aber wir haben dafür natürlich, wenn ihr nicht habt, eine hervorragende Grafik. Ja. Ja. So, was die machen, weiß ich auch nicht. Da hinten. Ja, nein, das geht's ja nicht. Ja. Gut, vielleicht ist einer von denen, der warten bis alle seine Kollegen tot sind, damit er sich näher ein Emblem holen kann oder ein Titel. Mittlerweile so ein scheiß AH6 da oben. Mhm. Ja. Ah, da hat einer aber auch noch gut gespielt im gegnerischen Team in Anfang. Ja, aber er wird jetzt auch gar gefickt. Ah, okay. Ja. Ah, so gut, das meinst du, schön. Ja, es war auch eine saubere Runde gewesen, 4-0 immer geil. Jawohl. Ja. Wird sich noch weiterhin Gameplays noch geben. Mhm. Ja, Logo, Logo. Ja, da sind wir auch schon am Ziel angelangt. Merci vielmals, gell. Bitte. Die Unterstützung. Und ihr könnt gewiss sein, wir werden noch mehr von uns hören. Ja, ciao zusammen. Schönen zusammen.